Irgendwas geht hier ab. Hier zischt um uns herum Feuerwerk und wir wissen nicht genau, was es ist. Die Luft ist voller Schießpulvergeruch. Und da hinten sieht es aus, als würde es brennen. Willkommen in der Punta Ballena in Magaluf. Ich bin hier mit Angie Crocs und mit Paula Rowe unterwegs. Paula Rowe kennt der ein oder andere YouPorn-Fan. Nicht nur, oder Moderationsfreunde. Und sie ist jetzt mittlerweile mehr als oh. Why is it closed? Schuhe. Okay. Also Paula soll ihre Schuhe anziehen, weil hier liegen überall Flaschen rum. Die freundlichen Herrschaften sind hier wirklich sehr aufmerksam. Das hier ist der Beginn der Punta Ballena. Die Punta Ballena ist die Amüsiermeile der Engländer. Und da hinten sieht man den Rauch, was da veranstaltet worden ist. Wir sind leider ein paar Minuten zu spät gekommen. From Germany! Und wir werden jetzt wahnsinnig häufig angesprochen werden. Wegen billigen Drinks. Paula, wenn du dich hier so umguckst, ja. Das ist hier so der Sündenpfuhl der Engländer. Was ist dein erster Eindruck? Also man hört ja sehr viel von den Engländern und es bestätigt sich bis jetzt leider schon. Ich bin gespannt, wann ich die ersten Geschlechtsteile sehe. Wieso, was ist denn passiert? Naja, die sind ja schon relativ offen, wenn sie eine gewisse Menge an Alkohol konsumiert haben. Okay. Ich glaube, es bewahrheitet sich leider Gottes alles. So, Angie, was sagst du, wenn du hier mal so die Straße hochguckst? Dein erster Eindruck? Ja, da brauchen wir ja gar nicht mehr so viel dazu zu fügen. Wir schauen einfach mal weiter, mal gucken, was wir noch sehen, ne? Und nicht sehen sollten. Das klang so, als wäre sie Politikerin. Hallo! Er ist ein Hund. Ich glaube, er hat irgendwelche Drogen genommen. Geht doch nicht. Also, man muss zu dieser Straße sagen. Es ist laut. Mein Gott, was ist das? Da gehen wir mal hin. Also das hier ist die Punta Ballena, für alle, die gerade eingeschaltet haben. Vielleicht die bekannteste Straße in Magaluf, die gerade ein paar Probleme hat, weil so viele Skandale.
sind keine Engländer, das sind Mallorquiner. Straße. Aber könnt ihr sehen, wie neblig das hier ist? Das waren übrigens keine Briten, das waren Mallorquiner. Leider hat mich jetzt mal so von der Recherche das Fest ein bisschen überrascht. Aber das wird nachgereicht. So, okay, jetzt sind wir wieder auf der Punta Ballena. Und in den letzten Jahren war es immer ganz komisch, hier durchzulaufen, weil, seht ihr den da zum Beispiel, ich kann nur die Füße zeigen, der Mann ist ein Killer, das ist hier so ein Türsteher. No, that's no porn. Oh. So, und jetzt sind wir wieder zurück auf der Punta Ballena. Portemonnaie bitte vorne in die Seitentasche rechts. Ernst? Ja. Und ich muss sagen, es ist doch ganz gut gefüllt. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Also ich habe eher damit gerechnet, dass die Straße ein bisschen toter ist, weil wir haben gerade Mai, aber schon ganz gut was los. Dein Eindruck mittlerweile? Oh, ich bin krass überfordert, also ich weiß gerade nicht, was da abging. Irgendwelche Teufel, du hast es vorher nicht mitbekommen, aber bei mir ist auch immer einer so rumgeschwört. Ich habe gedacht, das schleppt mich gleich ab, ey. Und bringt mich in seine Hölle, aber ist schon krass hier, also die sind schon echt heftig. Ja, eigentlich muss man sagen, welcome to England, aber es ist nicht nur England. Meine Mädels werden gerade von anderen Mädels bedrängt, dass sie doch mit ihnen einen kleinen Shot trinken sollten. Übrigens, lasst euch niemals ansprechen in der Punta Ballena. Die meisten Angebote sind doof und gelogen. Sondern geht da rein, wo es euch gefällt. Also hier ist es teilweise schon ein echter Spießrutenlauf, um die Promoter zu umgehen. Aber das ist der Blick runter und der macht die Straße so einzigartig eigentlich. Er ist schon krass. Also alleine als Frau würde ich jetzt hier nicht unbedingt lang gehen. Nö. Ein kleines Stück, wo alle sich da sammeln. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden. Es ist ja wirklich nur so ein kleines Stück, wo sich alle sammeln. Ja. So, das hier mit den Junggesellenabschied auf Britisch.
Und ehrlich, wenn ihr mal auf Mallorca seid, macht euch mal den Spaß und stellt euch genau 2-3 Stunden auf diese Stelle, auf der ich jetzt gerade stehe. Hier passieren auch sehr, sehr viele lustige Dinge. Zum Beispiel, dass Darth Vader mit den Stormtroopern vorbeikommt, auch ein Junggesellenabschied. Oder alle Superhelden von Marvel. Da geben sich die Briten ein bisschen mehr Mühe als die Deutschen. Kommt noch ein Stück weiter. Es geht noch weiter nach oben. Genau, eine doofe Idee ist es übrigens, hier mit dem Auto durchzufahren. Besonders in der Hochsaison. Aber wir haben es auch gleich schon geschafft. So, Straßenverkäufer gibt es auch hier. Was verkaufen die denn so, die Straßenverkäufer? Uhren, Brillen, Hüte. Sonnenbrillen, genau, Gürtel. Ja. Ja, und ja, ja. Also hier ist es nicht anders als am Ballermann. Richtig? Nö. Nur, also tatsächlich, die dominieren das hier schon sehr, ne? Engländer und Skandinavier sind viele hier. Ja, das ist ja und also Klauhuren gibt es hier. Hütchenspieler eher nicht so. Ich habe hier zumindest noch nie welche gesehen. Doch, das ist schon Spanisch. Also gerade am Wochenende sind hier wahnsinnig viele Spanier unterwegs. Die findet man auch wahnsinnig häufig im BCM, was aber gerade noch nicht auf hat. Und da haben wir hier den nächsten britischen Junggesellenabschied. Das sind aber Damen. Allein anhand der Körperform schon ganz klar von weitem als Britinnen zu erkennen. Ich sag's, sind Engländer. Ja. So. Und das hier ist eigentlich meine Lieblingsecke, weil nach meinen Informationen fand damals hier der Blowjob-Wettbewerb statt. Wahnsinn. Weil erinnerst du dich noch an den Blowjob-Wettbewerb? Ja, ja. Ja. Erklär nochmal. Also die Dame. No, I'm from Germany. Germany. Yeah. Hugh Hefner aus Germany. Sorry? Hugh Hefner. Hugh Hefner from Germany, yeah. Yeah, voll. Yeah. Excuse me, she's doing a moderation or something like that. So, ja, was weißt du über den Blowjob-Skandal? Also, es war so, dass eine Engländerin gedacht hat, dass sie einen Preis gewinnt. Aber es war eigentlich im Grunde genommen ein Getränk für 5 Euro. Und dafür hat sie 34 Schwätze gelutscht ohne Gummi. Ungewaschen wahrscheinlich, weil ich glaube jetzt nicht, dass der Laden hier Duschen hat. Weil im Gegenteil, wenn man da reingeht, wird ihr sehen, der Boden klebt. Ja, und sie war dann ein bisschen schockiert, dass sie wahrscheinlich nur diesen blöden Drink bekommen hat. Bei 34 Schwänzen für 5 Euro, das muss man erstmal nachmachen. Oder lieber nicht. Ist dir sowas in deiner Karriere aus Versehen mal passiert? Niemals, niemals. Also keine Porn. Darstellerin oder ehemalige Pornodarstellerin würde für 5 Euro 34 Schwänze ohne Gummi und ohne Volltest. Hey. Yeah, and hey. Mommy is watching you. Yes. Sorry. No, he was just kidding. Oh ja, scheiße, es tut mir leid. Ne? Oh ja. Okay. Aber ich glaube, also Promoter kennt sich mit Sprüchen ziemlich gut aus. Also ich glaube, dass das würde es bei uns definitiv niemals geben. Da spreche ich für die ganze Pop-Show und für alle ehemaligen Darstellerinnen. Okay. So, also jetzt nochmal hier der 360-Grad-Rundumblick über die Punta Ballena bzw. das obere Ende. Also eigentlich eine ganz, von der Atmosphäre so schlimm eigentlich nicht, oder doch? Nein. Also es ist jetzt nicht so krass, aber ich meine, gut, wir sind ja
auch nicht mittendrin. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen würde, wenn du vielleicht auch nicht dabei wärst. Ja, aber weil auch wenn wir alleine sind, ist es schon ziemlich krass. Okay, dann lass uns wieder nach unten gehen, denn unten ist die Party, auf der wir eingeladen sind. Nach unten gehen wir? Also dahin. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen jetzt wieder zurückgehen. Ach, scheiße. Okay, nochmal noch zurück. Ach, und los geht's. Und jetzt muss ich den Berg noch mal heilen. Pass mal auf, ich lasse euch mal 7 Meter Vorsprung. Mal gucken, was passiert. Da passiert ja gar nichts. Da ist, glaube ich, ein Hase gestorben. Also ein Hasenkostüm. Oh ja. Aber man sollte prügelnde Menschen nicht filmen, weil dann verprügeln sie auch dich. Ja. Die junge Dame arbeitet übrigens schon seit 4 Jahren hier. Ich möchte ihre Persönlichkeitsrechte nicht allzu sehr verletzen, deswegen habe ich nur die Schuhe gezeigt. Aber das Feuerwerk ist da hinten immer noch im Gange. Wie man hört. Die Feuerteufel treiben immer noch ihr Unwesen in der Punta Ballena, aber wir sind jetzt da, wo wir auf eine Party gehen, nämlich da hinten. Das zeige ich euch nochmal schnell, das ist nämlich der schönste Laden hier. Also ich wiederhole mich nochmal, wenn ihr Zeit habt, kommt hier mal vorbei für einen Tag. Hier trifft man sympathische Engländerinnen. Kann sich mit Papageien dem interkulturellen Austausch hingeben. Oder hier feiern. Und das ist, wie gesagt, der schönste Laden hier, finde ich. Direkt am Strand, der ist da. Da sind wir auf einer Party eingeladen. Ach, das ist unsere Party? Das ist unsere Party, da gehen wir jetzt hin. Das bisschen ist unsere Party? Das bisschen ist unsere Party. Das ist ja peinlich. Wieso ist das peinlich? Das ist ein ganz guter Laden. Klein aus. Du weißt doch gar nicht, wie weit das nach hinten geht. Komm mal. Guck mal, wie weit nach hinten. Okay, ja, dann ist gut. Okay. Ich dachte, das ist nur das. Also, das wäre überall. Also. Nee. Okay, dann gehen wir da doch mal rein, oder? Okay, das machen wir jetzt. Und dann mache ich einfach mal die Kamera aus, weil ich nicht weiß, ob ich da filmen darf. Da hinten die Feuerteufel noch im Gange. Und hier vorne noch, übrigens, das muss ich auch nochmal zeigen, die Attraktion. Bull Riding auf Englisch. Ja, versucht's noch mal selber. Also in diesem Sinne, schöne gute Nacht aus Magaluf. Und morgen, wie gesagt, wird nachgereicht, was da hinten eigentlich gerade gefeiert wird. Bye, bye.